Die Dorffestbesucher in Krippenfort feierten am Sonntag mit vielen Gästen auf dem Dorfplatz am Siebengestirn ihr Dorffest. Erntemaschinen aus Großmutters Zeiten wurden hier vorgeführt. Viele historische Maschinen und Traktoren hatten die Treckerfreunde aus Lohne für die Besucher bereitgestellt. Traktorfans kamen auf ihre Kosten. Die vielen historischen Maschinen zogen die Blicke auf sich. Und die kleinen Besucher konnten sich auf den Strohballen so richtig austoben. Hallo, ich bin gerade dabei, eine Mail zu beantworten für meine Serie Tommy in Action. Da gehe ich ja immer in Betriebe und helfe da so ein bisschen mit und schaue so ein bisschen hinter die Kulissen. Wenn auch Sie wollen, dass ich in Ihren Betrieb komme, dann schreiben Sie mir einfach eine Mail und ich schaue dann, wann ich Zeit habe, Sie zu besuchen. Sei es als Dachdecker, als Bäcker oder als Pizzabote. Ich würde mich freuen. Bis dann. %40 Rabatt? Wo gibt's denn sowas? Natürlich bei Regio TV. Sie holen sich zum Beispiel einen Regiobon im Wert von 50 € bei Regio TV und bezahlen dafür nur 30 €.
Dann gehen Sie in den nachfolgend aufgeführten Geschäften einkaufen und bezahlen mit dem zuvor erworbenen Regiobon. Sie können sich Ware im Wert von 50 Euro aussuchen, haben aber nur 30 Euro bezahlt. So macht Einkaufen richtig Spaß. Haben Sie noch Fragen? Dann rufen Sie doch einfach bei Regio TV an. Telefon 044 42 70 700 oder klicken Sie auf unsere Internetseite www.regiotv.de und bestellen Sie sich Ihre Regiobons. Und nun die Liste der teilnehmenden Einzelhändler, bei denen Sie mit Regiobons einkaufen können. Das Jägerheim in Lohne hatte zum wiederholten Male auf seinen großen Parkplatz die LKW-Oldtimer nach Lohne eingeladen und viele kamen. Alle Fahrzeuge sind noch in einem guten Zustand und werden heute noch hin und wieder für Frachtbildfahrten genutzt. Viele Besucher kamen an diesem Sonntag nach Lohne und hatten ihren Spaß beim Betrachten der alten PS-starken LKWs.